Angelo Kelly, einer der berühmtesten Künstler der Kelly-Familie, hat in seiner Karriere und seinem Privatleben viele Höhen und Tiefen erlebt. Auch wenn er mit vielen Schwierigkeiten und Kummer zu kämpfen hatte, wirkte Angelo Kelly immer stark und belastbar, was dazu führte, dass seine Fans ihn liebten und respektierten. Angelo Kellys Karriere durchlief nicht immer gute Zeiten. Seit seinem Beitritt zur Familienband The Kelly Family hat Angelo Höhen und Tiefen durchgemacht. Mit Mühe und Leidenschaft hat er jedoch seinen Namen in der Musikbranche behauptet. Angelo ist nicht nur für seine schöne Stimme berühmt, sondern auch ein vielseitig talentierter Künstler, der Musik komponiert und viele Musikinstrumente spielt. Neben seiner Musikkarriere stand Angelo Kelly auch in seinem Familien- und Privatleben vor Herausforderungen. Eine erfolgreiche Künstlerkarriere ist oft mit großem Druck verbunden, und Angelo bildet da keine Ausnahme. Die Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts zwischen Arbeit und Privatleben kann zu schwierigem Druck und Stress führen. Eine der größten und schmerzhaftesten Traurigkeiten in Angelo Kellys Leben war der plötzliche Tod seines Vaters, Dan Kelly. Der Verlust eines geliebten Menschen ist immer eine große Herausforderung, und dieser Verlust hat Angelo nicht nur persönlich, sondern auch beruflich getroffen. Der Verlust seines liebevollen Vaters, der seine Leidenschaft für Musik teilte, war ein großer Schock und löste einen Moment der Trauer in Angelos Herzen aus. Angelo Kelly zögerte jedoch nicht, seine Gefühle und seine Trauer mit seinen Fans zu teilen. Seine Aufrichtigkeit und Offenheit gaben allen ein Gefühl der Nähe und des Mitgefühls. Fans lieben Angelo nicht nur wegen seines Talents, sondern auch wegen seiner Aufrichtigkeit und Aufrichtigkeit. Wir werden uns immer an Angelo Kelly erinnern und ihn unterstützen, der die Schwierigkeiten und die Traurigkeit in seinem Leben überwunden hat und ein beeindruckender Künstler und wunderbarer Mensch geworden ist. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nach jedem Regen immer einen blauen Himmel gibt und Angelo Kelly hat das auf seiner Reise bewiesen. Auch Angelo Kellys Liebe ist ein wichtiges Thema in seinem Leben. Angelo heiratete Kira Harms, eine Schauspielerin und Kostümbildnerin, und sie haben eine glückliche Familie mit vielen Kindern. Familiäre Beziehungen und Zuneigung sind die größte Quelle der Ermutigung und Kraft, um Angelo dabei zu helfen, alle Schwierigkeiten in seiner Karriere und seinem Leben zu überwinden. Doch wie jede andere Familie ist auch die Familie von Angelo Kelly nicht immun gegen Herausforderungen und Herausforderungen. Das Familienleben kann Sorgen, Druck und Komplikationen mit sich bringen. Angelo und Kira haben gemeinsam schwierige Zeiten durchgemacht und teilen gemeinsam die Herausforderungen des Lebens. Ein unvermeidlicher Teil von Angelo Kellys Karriere und Privatleben ist die öffentliche und mediale Aufmerksamkeit. Jede seiner Bewegungen und Entscheidungen steht im Rampenlicht der Aufmerksamkeit der Fans und der Medien. Manchmal kann dies zu unerwartetem Druck und Schwierigkeiten führen und Angelo vor neue Herausforderungen stellen. Angelo Kelly versteht es jedoch immer, diesen Schwierigkeiten mit Optimismus und Positivität zu begegnen. Er hat verstanden, dass Ruhm auch Verantwortung und Herausforderungen mit sich bringt, und er versucht stets, seine Seele und seinen Geist in jeder Situation stark zu halten. Die Traurigkeit und die Schwierigkeiten in Angelo Kellys Leben sind vielleicht nicht für alle gleich, aber seine Anteilnahme und seine Aufrichtigkeit haben den Fans ein Gefühl der Nähe und des Mitgefühls vermittelt. Jede Herausforderung ist für ihn eine Gelegenheit zu lernen, zu wachsen und stärker zu werden. Wir werden Angelo Kelly immer in Erinnerung behalten und ihn unterstützen, nicht nur wegen seines Talents als Künstler, sondern auch wegen seiner wunderbaren Seele und Persönlichkeit. Das Leben hat traurige Momente, aber auch glückliche und erfolgreiche Erinnerungen.
Angelo Kelly hat bewiesen, dass wir mit Ausdauer, Liebe und Optimismus jede Not überwinden und Licht am Ende des Tunnels finden können. In seiner Musikkarriere hat Angelo Höhen und Tiefen durchgemacht. Die Familie Kelly war einst eine Ikone der Musikindustrie, stieß jedoch später auf Schwierigkeiten und Herausforderungen. Angelo musste sich anpassen, um weiterhin als Künstler arbeiten und seinen Namen behalten zu können. Dies erfordert Geduld, Leidenschaft und Engagement, und Angelo beweist es. Auch im Familienleben erlebte Angelo viele Emotionen. Vater und Ehemann zu sein kann stressig sein, besonders wenn man Familie und Karriere als Künstler unter einen Hut bringt. Dieser Druck kann zu Stress und Schwierigkeiten in den familiären Beziehungen führen. Angelo hat jedoch immer versucht, einen Ausgleich zu finden und Zeit mit seiner Familie zu verbringen, was ein klarer Ausdruck seiner Liebe und seiner... Ja, so ein Produkt ist, ne, mit so einem Lightning-Kabel, was so aussieht wie ein VGA-Stecker. Und dann hat man so Bilder und dann fragt man, was ist denn jetzt hier funny about this image, bla bla bla. Und dann kommt, humor in this image comes from the absurdity of plugging a large outdated VGA-Connector into a small modern smartphone charging port. Das erkennt ChatGPT. Als diese ganzen Tools aufkamen, haben alle gesagt, oh mein Gott, wir können keine Online-Klausuren mehr schreiben. Ja, weil alle können ja einfach Online-Klausuren einfach die KI verwenden. Stimmt auch. Schwierig. Und dann kam als Lösung, dann macht die Aufgabenstellung halt bildhafter. Ja. Okay, also es dauert nicht mehr lange, dann ist auch das, ne? GPT-4 wird Infografiken interpretieren können, Balkendiagramme. Ne? Balkendiagramm hochladen, interpretieren wir das mal. So, Infografiken hochladen, man kann PDF-Dateien hochladen und zusammenfassen lassen und so weiter. Ja? Die Texte wurden gefüttert mit Material, also entweder Textmaterial und Bildmaterial. Dadurch wurden Modelle generiert, in denen Wahrscheinlichkeiten eine Rolle spielen, also sehr komplexe Modelle in verschiedenen Ebenen, wo Wahrscheinlichkeiten eine Rolle spielen, neuronale Netze. Und das ist sozusagen der Stand. Und dieses konkrete Bild kennt natürlich ChatGPT wahrscheinlich nicht. Ja? Aber aufgrund der großen Datensammlung, die das Tool hat, hat es sozusagen... Mit Verbindung mit den Wahrscheinlichkeiten tröpfelt dann am Ende eine Antwort raus, die so aussieht. Und das ist schon sehr beeindruckend. Ja. Und so genau, wie das mit den Bildern funktioniert, weiß ich auch nicht, weil OpenAI sagt natürlich auch nicht genau, wie es funktioniert, weil die auch nicht wollen, dass andere das nachbauen einfach und so. Ne? Ja. So, jetzt grenzen Probleme von ChatGPT, bevor wir auf die Bildungskonsequenzen eingehen. Das sind Folien, die habe ich schon vor 3 Monaten gezeigt. Zu Grenzen und Problemen, und ich muss sagen, mittlerweile muss ich einige dieser Grenzen und Probleme wieder relativieren, weil es keine mehr sind. Die Entwicklung ist so unglaublich schnell, dass man denkt, ich weiß gar nicht, also ich habe das noch nie erlebt, wie viel Dynamik da drin ist. Ja, man kann praktisch alle 3 Wochen seine Folie neu machen. Stimmt nicht, der Großteil der Folien ist schon ein bisschen älter, aber. okay, zum Beispiel, die Textbasis von ChatGPT stammt vor, oder von GPT überhaupt, stammt von September 2021. Die Texte, mit denen es trainiert wurde, sind aus der Zeit vor September 2021. Das heißt, in der Textbasis steckt keine Information über den Ukraine-Krieg oder so drin. Das ist natürlich eine Einschränkung, kennt keine neueren Informationen. Außerdem keine Verbindung zum Internet. ChatGPT hat prinzipiell erstmal keine Verbindung zum Internet. Und es ist natürlich eine erschwerte Einschätzung der Ergebnisse, wenn da irgendwas rauskommt, weiß man gar nicht, wo stammt die Information her. Also wenn man googelt, dann sieht man ja, wo kommt die Information her, dann kann man sich eine Meinung drüber bilden, ob das eine verlässliche Quelle ist.